Das Märchen von der sauberen Elektromobilität. Weg mit den ach so schmutzigen Benzin- und Dieselmotoren und das so schnell wie möglich. Das Elektroauto wird all unsere Energie- und Umweltprobleme lösen. Oder vielleicht auch nicht? Nach dem Willen der Altparteien sollen langfristig alle rund 56 Millionen Fahrzeuge, die heute noch mit Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen unterwegs sind, durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass Schnellladestationen von jeweils bis zu 400 Kilowatt Leistung im gesamten Land installiert werden. Klingt gut, aber die Sache hat einen Haken. Wenn nur knapp 2% der Elektroautobesitzer des Jahres 2038, also rund 1 Million Autofahrer, ihre Fahrzeuge nach der Arbeit zur gleichen Zeit aufladen wollen, wird es haarig. Dann wird nämlich zusätzlich zum normalen Strombedarf von etwa 70 Gigawatt noch einmal eine Leistung von 400 Gigawatt benötigt, fast 6-mal so viel. 400 zusätzliche Kohlekraftwerke oder alternativ 400.000 zusätzliche Windräder, vorausgesetzt der Wind weht, wären nötig, um den Bedarf für die Elektromobilität zu decken. Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, zur Elektromobilität in Deutschland. Der Strom, der für den Betrieb dieser Fahrzeuge zum Laden benötigt wird, ist heute in keiner Kalkulation drin. Dieser Strom muss nämlich zusätzlich erzeugt werden. Und Sie kennen die Diskussion zur Energiewende. Wir erleben dort, dass es völlig unklar ist, wie die Grundlastversorgung der nächsten Jahre gesichert werden soll. Das heißt, für die Stromerzeugung der Elektrofahrzeuge kommen eben gerade nicht die viel beschworenen alternativen Energiequellen zum Tragen, sondern höchstwahrscheinlich Kohlekraftwerke, die für diese Elektrofahrzeuge dann extra betrieben werden müssen. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie fest, der CO2-Ausstoß dieser Elektrofahrzeuge ist, bedingt durch die Kohlekraftwerke, genauso groß, als wenn sie gleich Dieselfahrzeuge betreiben würden. In der Folge kann man also festhalten, Elektromobilität ist ein schönes Spielzeug für Reiche, es schafft ein gutes Gewissen, aber tatsächlich für die Umwelt ist der Nutzen nicht vorhanden, zumindest nicht in Deutschland. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.